Zurück bei Telltale's The Walking Dead Season 2. Wir sind in der dritten Folge. In der letzten Folge haben wir uns mehr oder weniger selbst verarztet. Das war schon ziemlich eklig. Und jetzt wollten wir eigentlich fischen gehen und jetzt liegen hier auf dem Leichen rum. This one's shot too. Through the head? Yeah. Yeah. Check the rest. And look for ammo. We're running low. There are more out there. This wasn't no rinky-dink pissing match. What was it then? Fubar. Where are you going? We need to get the fuck out of here. Gotta check the rest. What? Why? Calm down and think about it, son. Calm down? We gotta get out of here now! Jesus Christ, get a hold of yourself! Nick's right. This doesn't look good. No, it don't. Well, one of these folks might still be alive, and they might just be inclined to tell us who did this. We gotta do this now. Stay here. Keep searching these. This is a dumb idea. You know, Nick, I don't like this either. But sooner or later, you're gonna have to realize a simple truth. What, that you're an asshole? That nobody in this world is ever gonna give a goddamn whether you like something or not. You gotta grow up, son. Whatever. Come on, Clem. You wanna be useful? Keep a lookout on that tree line. Whoever did this might still be out there, waiting for another sucker to stumble across this mess, just like baiting a fish. I'm on it. You always so agreeable? No. Good. You'll fit right in with this outfit. Look. Just keep your head on straight. Same deal. He's shot to pieces. Hope this isn't anyone you know. No. Good. Damn it. More on that side. You check out these ones. See if there's anything on them that'll tell us who they were. Oh. Der Böse sieht halt auch nicht aus, naja. Das ist bei The Walking Dead vor allen Dingen, ich weiß nicht, wer von euch die Serie schaut. Die Beißer waren halt immer weniger das Problem, sondern eher die Menschen untereinander. What happened to you? You were in the woods with Krista. The woman I was with. What happened to her? Please, tell me. Tell me. Nein, es ist ein Fluss. Da wird man ja schon ein bisschen Wasser rauskriegen. Pete! I'm fine. I'm fine. Just lost my footing. Damn it. God damn it. Lurkers! I'm out of ammo! Come this way! Bitch! Damn it! Get your asses over here, both of you! I'll cover you! Get out of here! Get over here, God! Can't you listen to me once? Just one? Come on! Come on! Jesus! Ich hätte ihn ja direkt auf den Kopf gehauen.
Also die Frage, wie es jetzt Nick geht, oder? Can't keep going. I figure we got about 4-5 more days to reach those mountains. We ain't here to rob nobody. Just relax and put the gun down, man. I thought you were dead. Oh, wir können gespannt sein. Hast du versucht, Christa zu retten? Du und 8. Und versuch, ja. Hast du den Hund getötet? Wir haben echt wenig gemacht, der Horte. Vertrauen. 51,1% haben die Entschuldigung angenommen. Auch nicht so viel. Hast du den sterbenden Mann Wasser gegeben? Gottes Willen. Sind wir zu weich? Also, ich? Hast du Nick oder Pete gerettet? Nein, die meisten haben sich für Pete entschieden. So, dann wird das halt mal eine extrem kurze Folge. Also mir hat die erste Episode eigentlich schon ziemlich gut gefallen. Mal sehen, ob es so gut weitergeht. Ich hoffe doch. Wie gesagt, ich habe das damals bei GameTube gesehen, was wie seit Jahren mein Lieblings-YouTube-Kanal ist, was Let's Plays angeht. Aber ich habe halt seitdem echt so vieles vergessen. Also ich habe noch so leichte Erinnerungen im Kopf. Aber je länger das her ist, desto verschwommener werden ja Erinnerungen. Dann lässt man so manche Sachen irgendwie zusammenfließen, die nicht zusammengehören. Von daher lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, eine etwas kürzere Folge. Wir sehen uns dann aber am besten in der nächsten Episode wieder. Was bei mir auch die nächste Folge wäre, weil es doof, die noch neu anzufangen. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn die Episode ein bisschen länger gehen als 8 Minuten. Die Folgen, wo ich sagen, bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen.